Hallo meine Lieben, schon wieder eine Woche rum, yay! 25. Schwangerschaftswoche. Zuerst möchte ich mal was ganz anderes ansprechen. Ich möchte mich nämlich bei euch bedanken. Ich habe nämlich schon über 50 Abonnenten und habe damit gar nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Ich meine, wie lange mache ich das jetzt? 3 Wochen? Und ich bin total stolz und wollte einfach nur sagen, danke, 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 dass ihr mich schaut und auch schon fleißig kommentiert. Und das motiviert mich natürlich weiterzumachen und das macht mir total Spaß. Und danke, danke. So, dann gehen wir zur Tagesordnung über. Ne? Also diese Woche war nicht allzu viel. Das Einzige war, dass ich mich sehr gut gefühlt habe diese Woche. Die Müdigkeit war endlich mal weg, die ich eigentlich immer schon ab dem frühen Nachmittag hatte und ich mich deshalb dann immer zum Abend durchgequält habe. Und das war echt belastend. Aber diese Woche ging es mir so gut. Ich war wach, hatte Tatendrang und das war echt super. Habe ich natürlich gleich ausgenutzt. Ich hatte richtigen Nestbautrieb und habe mal die ganze Küche ausgemistet, die ganzen Schränke rausgeräumt, lauter altes hier so Essen, was man manchmal hat, so eine Tüten oder irgendwas Altes, was man eh nie mehr isst, alles weggeschmissen und sauber gemacht, die Schränke. Ich habe sogar, wir haben so ein Tütenfach, wo wir Plastiktüten sammeln, habe ich sogar die Tüten nach Größe sortiert und die zusammengefaltet. Also, wer mich kennt, der müsste wissen, dass das eigentlich ungewöhnlich ist. Aber egal, jetzt ist da Ordnung. Und ja, nee, das habe ich sofort ausgenutzt. Und allgemein möchte ich jetzt, habe ich irgendwie auch den Drang dazu, das ja alles so ein bisschen gemütlich zu machen, zu dekorieren. Wir haben neue Teppiche gekauft fürs Wohnzimmer und für den Flur. Ich weiß nicht, das ist, kann ich mir selber nicht erklären, aber ich hatte da richtig Lust zu, das hat mir Spaß gemacht und muss ich natürlich ausnutzen, weil vorher war ich schon manchmal eine ganz schön faule Sau, was sowas angeht, ne? Ansonsten hatte ich so diese Woche, dass es mir juckt, also die Brüste jucken. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn es in der Öffentlichkeit ist. Dass ich mir dann am liebsten die ganze Zeit an der Brust jucken könnte. Das sieht immer ein bisschen doof aus. Und mein Bauch juckt auch. Und die Schienbeine und Waden. Weiß nicht, weil die Haut da wahrscheinlich trocken ist. Und der Bauch, weil er wächst. Obwohl wieder nichts passiert ist zu dieser Woche. Aber zum Bauch komme ich später. Und ich habe so richtig manchmal das Gefühl, dass die Haut am Bauch so spannt, als ob die richtig fest gespannt ist. Also war ein ganz komisches Gefühl, aber das ist auch nicht immer so. Aber ich creme immer noch fleißig ein und mal gucken, wie lange sie noch standhält sozusagen, bis sie dann reißt. Gucken. Ansonsten, ja, was hatte ich noch? Diese leichten Menstruationsbeschwerden immer noch, fast täglich. Aber das ist alles auszuhalten, weil es nur ganz leicht ist. Und manchmal, wenn ich so komisch da sitze, dann ist das ganz eigenartig. Das ist wie, als ob ich habe so das Gefühl, dass hier richtig so im Becken irgendwas drin liegt, dass das dann irgendwie stört. Dann muss ich mich irgendwie speziell hinsetzen, dass dieses Gefühl weggeht. Ganz komisch. Ich kann mich auch nicht so durchknicken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da ist was. Das ist ganz komisch. Sie scheint irgendwie ein bisschen auf mein Becken zu drücken oder so ein bisschen nach unten zu drücken mit ihrem Kopf. Ansonsten schlafe ich sehr gut, also toi toi toi, das ist echt perfekt. Es ist halt immer nur die erste Stunde, bevor ich einschlafen will, muss ich nochmal ganz oft auf Toilette, 3 oder 4 Mal. Und dann schlafe ich aber eigentlich gut, dann werde ich nur noch 1 oder 2 Mal in der Nacht wach, um auf Toilette zu gehen. Und nee, fühle mich super ausgeruht und beim Schlaf kann ich echt nicht meckern, das ist echt schön, noch toi toi toi. Ansonsten, ja, was ich diese Woche gemerkt habe, was bei mir extrem ist, und das nervt mich selber auch, das sind die Stimmungsschwankungen. Ich merke es mir dann schon selber an, was ist denn jetzt gerade los? Aber ich merke das richtig so, dass ich von einer Minute auf der andere irgendwie
kann ich himmelhoch jauchzend und bis zu Tode betrübt sein. Das ist ganz blöd. Man kann das gar nicht steuern und es nervt einen dann selber. Aber ich kann das dann auch nicht unterdrücken. Ich bin dann einfach schlecht drauf. Und das nervt mich selber. Manchmal merke ich schon, wenn ich früh aufwache, okay, heute wird ein guter Tag oder heute wird es wieder ein Scheißtag, weil ich irgendwie wieder blöd drauf bin. Also das war diese Woche extrem. Sehr extrem. Also, was war denn da? Ich hab Bauer sucht eine Frau geguckt und selbst da war mir zum Heulen zumute. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, das sind die Hormone. Ich glaube, das ist normal. Ja, ansonsten Kindsbewegung, ey, ganz super. Ich bin total stolz. Jeden Tag, zu jeder Tageszeit macht sich meine Kleine bemerkbar und das finde ich natürlich total klasse, weil vorher war es immer nur mal so alle paar Tage. Ups, es gab gerade Mittag. Nur alle paar Tage ein bisschen und aber diese Woche war es echt jeden Tag, egal zu welcher Tageszeit und es ist schon schön. Man sieht dann richtig den Bauch mit wackeln und das ist natürlich super. Da fühlt man sich dann richtig schwanger. Alles noch angenehm, die dritte, wo sie mir, glaube ich, das eine Mal gegen Muttermund getreten ist, das hat so richtig gestochen. Das war unangenehm, aber ansonsten ist es wunderschön. Bin ich sehr froh drüber. Mal gucken, wann mal wieder eine längere Pause ist. Also jetzt in der Zeit noch so 2 Wochen kann es noch so ein bisschen unregelmäßig sein. Und ich glaube, lasst mich lügen, ab der 28. Woche sollte das dann jeden Tag sein. Und wenn das nicht so sein soll, dann sollte man sich beim Arzt melden. Aber das wird mir meine Ärztin dann sicherlich nochmal genauer erklären, wie das sein muss. Jo, ansonsten war eigentlich, wie gesagt, gar nichts groß. Ich ein bisschen noch was gekauft, nur Kleinigkeiten, ein Spielzeug für die Babyschale, unseren Römer. Und ich wollte eigentlich noch mehr machen, ich wollte noch Rollos kaufen, aber ich habe keine schönen Rollos gefunden und wenn, dann waren sie mir auch zu teuer. Da wollte ich noch mal im Internet gucken, weil wir haben hier nur so Tageslichtrollos und ich möchte so richtig Verdunkelungsrollos, dass es richtig dunkel ist, wenn die Kleine hier schläft. Und im Waschbeckenunterschrank wollte ich noch holen, da habe ich auch keinen schönen gefunden. Ich wollte einen mit Rollen und da gab es aber einen mit Rollen, der war mir aber auch zu teuer, das habe ich nicht eingesehen. Ich glaube, bei Ikea gibt es dann wenigstens einen, der so ein bisschen auf Stelzen hochsteht. Ich will halt nicht, dass dieser Badschrank auf dem Boden steht, weil es da öfters mal nass ist und dann saugt sich das voll mit Feuchtigkeit und du kannst den Schrank nach einem Jahr wegschmeißen. Deshalb will ich keinen, der direkt auf dem Boden steht. Kann ich euch auch nur empfehlen. Total off-topic, aber ist egal. Ja, Bauch. Also ich habe heute früh wieder gemessen, hat sich nichts getan. Also gut, 1 Millimeter möchte ich meinen, das ist nicht mehr 12,5 war, sondern 12,6, aber das kann man so genau sicherlich nicht messen. Und ja, da hat sich nichts getan. Ich zeige es euch trotzdem. Ich glaube, ich stelle euch mal ein bisschen höher, weil irgendwie habe ich hier was verplant. Ihr standet, glaube ich, sonst höher. Hey, warum klappt denn das nicht? Oh Gott. Wenn da jetzt jemand dran stößt, dann segelt das Ding runter. Gut. So, ich habe jetzt wieder absolute Assi-Hose an, aber Hauptsache bequem, sage ich immer. So sieht das von vorne aus. So von der Seite. Es dürfte sich also nichts getan haben. Im Gegensatz zur letzten Woche. Aber ich habe immer jetzt wieder das Gefühl, dass das total drückt. Irgendwie drückt sie mich. So. Pop. So, so, so. Klein, aber fein. Und hier drückt's. Ich denke mal, dass bald hier der große Plop kommt. Und dass dann endlich der Bauch kommt. Ich habe was ganz Niedliches gekauft, das kann ich euch ja noch zeigen. War ein Zufallsfund. Ich war bei McGuides, weil ich einen Mülleimer brauchte. Und da habe ich diese süßen Teile gesehen. Für 1 Euro. Habe ich die natürlich mitgenommen.
Doch total süß. Ja. Gucken, wann sie da reinpasst. Gut, ihr Lieben, also diese Woche war, wie gesagt, nichts Aufregendes. Nichts passiert. Als nächstes, ich plane da schon einige Tage dran am nächsten Video. Das geht einfach um meine ganzen Gefühle zur Erstschwangerschaft, wie das so war, vom Kinderwunsch und wo ich dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten habe und so, wie es war, bevor ich es meinen Eltern erzählt habe und so weiter und so fort, bis jetzt. Und da brauche ich ein paar Tage, um das zusammen zu hämmern, sozusagen. Weil man muss da nochmal in sich gehen und in die Zeit zurückgehen. Wie war das eigentlich? Was hat man da so gefühlt? Und ja, das werde ich mal gucken, ob ich das vielleicht heute noch abdrehe, weil eigentlich, ich habe mir hier Notizen gemacht, die sind fertig. Und mal schauen, das wäre dann das nächste Video. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt für mich, wo ich mal ein Video drüber drehen kann, was euch interessiert, könnt ihr es mir gerne sagen, das sage ich immer wieder. Und das mache ich dann auch gerne, wenn es ein guter Vorschlag ist. Und ansonsten wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Video. Tschüss.